Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Abriss Simulator 2019. Mein Name ist Kadro, schön, dass ihr wieder dabei seid. So, wo sind wir denn hier? Ah, an der Kohleverladestation, wo vermutlich mussten wir hier nachbessern. Ne, wir müssen hier nachbessern. Diese Mine ist erschöpft. Also das Ding ist, wir hatten ja schon bemerkt, dass der Zug nicht voll geworden ist, beziehungsweise, dass der Zug nicht befeuert wurde. Jetzt weiß ich nur nicht, was der Yankee hier vorhatte. Also das sieht mir irgendwie so aus wie so eine typische halbe Yankee-Baustelle, ne? Ich würde mal sagen, da ich das nicht weiß, mache ich einfach mal das, was ich denke, was ich machen sollte. Wir setzen den da dran. Kurz Ströme dran. Und dann sollte die auch wieder voll Brennstoff werden. Sehr gut. Achso, der wartet jetzt, bis er voll ist. Das kann natürlich ein bisschen was dauern mit den Einstellungen. Was natürlich sein könnte, ist, dass der Yankee entdeckt hat, dass wir irgendwie einen Kohlemangel haben an irgendeiner Stelle. Das wäre natürlich möglich. Dann helfen wir da mal ein bisschen nach. War es nicht auch so, dass wir unheimlich spät erst Kohle gefunden haben? Oder erst dachten, wir finden überhaupt keine Kohle? Irgendwas war doch da. Das war's jetzt gerade gar nicht. Ach, da sind überall Viecher. Okay, komm, wir fahren mal eine Runde so. Dann gucken wir mal, was der Yankee da machen wollte. Wir sind übrigens immer noch in der Forschung der Bergbauproduktivität. Auch interessant. Hat er hier noch weitere Solarkraftwerke dazu gebaut? Sieht auch so aus, ne? So, also hier wird Kohle angeliefert. Und die geht einmal hier unten zu unserer petrochemischen Förderungsgeschichte. Da wird wahrscheinlich das Problem gewesen sein, dass hier irgendwo, seht ihr das? Ganz viele Förderbänder hier rein und rauslaufen, die leer laufen. Das heißt, da wird irgendwo wahrscheinlich dann Kunststoff gefehlt haben und irgendwie sowas. Nehme ich mal an. So, wir folgen dem Band mal eben. Das müsste normalerweise hier in die Kunststofffertigung laufen. Ja. Das läuft in die Kunststofffertigung und an der Kunststofffertigung scheitert es an Kohle. Und deswegen kam hier kein Kunststoff mehr nach und der Kunststoff. Das ist natürlich jetzt das Problem, wenn man das zu zweit spielt, ne? Muss man immer solche Sachen immer nachgucken. Sorgt dafür, dass hier alles zum Stillstand gekommen ist. Bei der Produktion der roten Schaltkreise. Gut. Dann würde ich sagen, wir gucken mal, ob das jetzt, dieses bisschen Kohle, was wir da jetzt mehr abholen, ob das überhaupt reicht. Da kann ich mir nicht vorstellen. Und vor allen Dingen, wir haben ja noch die langsame Ausladetechnik. Halt, nimm mich mit. Nein, nicht, überfahr mich nicht. Oh, da haben wir gerade Glück gehabt, ey. Glück gehabt.
Also, die hier würde ich auf jeden Fall schneller machen. Ob wir die anderen auch schneller machen, mal gucken. Puh, ich habe mich doch schon da liegen sehen. Und dann die ganzen Baupläne weg. Was der Yankee geschimpft hätte, das könnt ihr gar nicht vorstellen. So. Dann wird Kohle ebenfalls noch gebraucht zur Beladung dieses Zuges. Das ist aber nun wirklich... Dass wir da hier zwei Verteiler für brauchen, das habe ich ja für ein Gerücht, ehrlich gesagt. Das kann schön eine Kiste machen. So. Geht das wäre nicht so, wie ich das gerne hätte, weil hier der Mast im Weg steht. Die Nakui. So. Dann würde ich sagen, das Ganze nochmal. Gut. So wird es zumindest auf beide Seiten verteilt. Okay. Okay. So, jetzt gucken wir mal, ob das Ganze jetzt dazu da reicht, dass wir hier die gesamte Kohlenstoffproduktion wieder hochfahren. Also gut, das wird sowieso passieren, aber Wasser ist voll, Schweröl fehlt, Schmiermittel haben wir eh viel zu viel. Da können wir ruhig noch mehr Förderbänder davon herstellen. Also hier müssen wir auch mal so eine Balancierung machen, ne? Man kann ja... man kann ja die Fabriken so bauen, dass man hier so, ne, aus dem ein oder anderen Zeug, was man halt nicht braucht, wieder was anderes macht. Und das Problem ist, dass wir hier diese Fabriken haben, die alles aus allem einmal machen. So, da hat der Yankee so eine Art Load Balancer gebaut. Das Problem ist nur, diese, also Schweröl haben wir in jedem Fall deutlich zu wenig. Jetzt wollen wir mal kurz gucken. Hier wird gebraucht Alkangas. Alkangas geht ja hergestellt aus Schweröl, Leichtöl. Mhm. Und wir haben so irgendwas, eine Ölform, die wir eigentlich umbauen sollten, von der einen in die andere. Weil diese Fabriken laufen jetzt nicht weiter, die bleiben einfach stehen und liefern kein neues Öl. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn ich das richtig erinnere, das ist auch schon wieder lange her, wir haben ja hier Produktion, Chemiefabrik. Ich glaube, man macht es in der Chemiefabrik, oder? So. Und da können wir zum Beispiel sagen, wir stellen aus nee, das geht nicht. Oh. Zehnmal Schweröl wird Schmiermittel. Wird gleich. Man konnte das doch zurück umwandeln, oder war das eine Forschung? Oder ging das in der Raffinerie? Wollen wir mal eben kurz gucken. Auf jeden Fall Kunststoff, Plaste, ne? Geht wieder. Ist natürlich übel, wenn das einfach mal zusammenbricht. Es ist natürlich auch ein bisschen Quatsch, was ich gerade mache, immer die Fabrik hinstellen und sich das dann anzugucken. Man könnte auch im Bauplan gucken. Grundlegende Ölverarbeitung. Wunderbar. So. Wasser. Wasser und Rohöl. Schweröl in Rohöl. Puh, also das ist echt ein Problem. Ne? Wenn du das Öl nicht gleichmäßig verwendest, dann hast du nämlich genau den Salat hier.
Und wir haben natürlich jetzt auch wieder Nachfrage nach den ganzen anderen Sachen. Na gut, Wasser ist natürlich jetzt nicht der Punkt, ne? War das denn eine Forschung? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Sprengstoffe. Uranveredelung, das kann es ja alles nicht gewesen sein. Robotergeschwindigkeit. Materialverarbeitung müsste das ja gewesen sein. Da, Ölverarbeitung. Die Kohle in Erdölprodukte umwandelt, benötigt Dampf. Das war das hier. Kohleverflüssigung. Das heißt also, in jedem Falle Mehrzweckbrennstoff. Kovarex-Anreicherungsprozess. Alles klar. Energieschildausrüstung. Raketensilo. Ja, das sind dann die Sachen, die wir hinterher noch brauchen. Aber wir haben auch schon ganz schön, wir sind schon ganz schön im Weg gekommen. Aber dieses Kohleumwandelding. Schmiermittel eh klar. Elektromotor eh klar. Persönliche Laser. Tragbarer Fusions. Wissenschaftspaket für Weltraumforschung. Okay. Aber das. Kohleverflüssigung. Effekte ist da. Ja. So oder so werden wir da mehr Kohle brauchen. Jetzt ist aber auch hier die Kohle wieder voll angelaufen. Das Problem ist halt jetzt, dass wir genau die Sachen brauchen. Warum kommt... Warum kommt hier trotzdem nichts an? Hat da irgendwer die Fabrik falsch aufgebaut? Hä? Hier kommt doch Plastik raus, warum wird das nicht? Hier wird nichts einge... Was ist denn da die für ein Durcheinander? Warte mal. Das geht so nicht. Der muss hier einmal über das Rohr drüber greifen. Wer hat denn das gebaut? So. Dann läuft die. Dann muss der hier jetzt nur irgendwie auf. Hä? Warum? Warum stehen denn hier zwei Dinger und die. Hä? Hat der Yankee die gebaut? Ihr wisst das natürlich, ich weiß das nicht. Das ist ja der Reiz dieses Projektes. Wie soll ich die denn da drauf kriegen? Also das kriege ich noch da hoch. So. Stecke ich fest. Und das hier kriegen wir auch hin, ne? Was ist das überhaupt für ein Band? Achso, da kommen die Batterien angelaufen. Das kriegen wir doch bestimmt noch länger, ne? Von hier. Nach da. So, und hier. Machen wir das so. Dann läuft der Kunststoff hier unten rein. Und wenn das Band voll gelaufen ist, dann nimmt der natürlich hier keine mehr raus. Läuft der denn? Läuft auch nicht. Was ist denn hier? Was ist denn hier Phase? Wer hat denn hier alles umgebaut und nichts geht mehr? Das belastet mich gerade voll. War ich das? Ich hoffe ja mal nicht. So, die laufen wieder alle. Die laufen alle. Und jetzt kommt hier nochmal meine Lieblingsbeschäftigung. Schnelle Greifer bauen.
So, also das irritiert mich jetzt gerade voll. Aber gut. Wow, ist das laut. Alter Schwede. So. Läuft. Läuft. Dann hab ich das ge... Also... Voll verwirrt. Der wird sofort verbraucht. Gut, also da meine ich, wie gesagt, es gab damals noch irgendwas, wo man das dann nochmal umwandeln konnte, aber das scheinbar hier irgendwie nicht gemacht zu haben. Jedenfalls, das läuft wieder. Das läuft auch. Wie gesagt, das läuft hier dann, wenn das jetzt volllaufen sollte, wenn es anfängt sich zu stauen, oder sollte es anfangen sich zu stauen, dann würde das, wir haben jetzt hier unten nur vor dem Splitter rausgebaut, aber das ist egal. Würde das auch hinhauen. Das müsste eigentlich passen, genau. Jetzt wird auch das andere wieder verbraucht. Das ist gut. Also jetzt... Dadurch, dass wir natürlich den Verbrauch von dem Teil jetzt rausgenommen haben, haben wir jetzt hier auch wieder Platz für das andere. Also das ist natürlich auch ein Vorteil. Eventuell müssen wir grundsätzlich mal die Ölproduktion hochfahren. Ja, und dadurch haben wir auch wieder hinbekommen, hier, dass der ganze Komplex hier oben wieder läuft. Unter anderem meine geheime Fertigung von diesen ganzen Sachen, die der Yankee noch gar nicht entdeckt hat. Gott sei Dank. Sonst würde er wieder schimpfen. So, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Und ja, war ja aber gerade, habe ich das damals so gebaut, dass das nicht funktioniert? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, das ist ja, da war ja alles hingestellt und nichts hat funktioniert. Naja, gut, also, was hier? Hä? Achso, weil der voll ist? Achso, weil der auch voll ist. Ah, genau. Gut, ja, das wollen wir ja so. Wir wollen ja, dass der voll wird. Beziehungsweise jetzt ist natürlich alles auf der Bandseite. Oh je, oh je, oh je. Was auch wieder nicht optimal ist. Soll die Yankee sich drum kümmern. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.